Zuerst brauchen wir das Wasser für den Rosenkohl. Wir füllen das Wasser jetzt in den Topf. Wir schneiden hier das Ende weg, das dunkle. Ein paar graue, braune Blätter entfernen wir auch noch. Wir ritzen ihn ein, damit er nachher beim Kochen schön gleichmäßig gart. Rosenkohl ist ein beliebtes Wintergemüse, hat viele Vitamine und hilft dir gut, über den Winter zu kommen. Herzlich willkommen bei Wie man macht. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. So bleiben wir immer informiert, inspiriert und vernetzt. Habt ihr schon mal Rosenkohl gemacht? Schreibt es in die Kommentare. Wir brauchen für unsere Pfanne 600 Gramm Rosenkohl. Ein Teelöffel Salz, am besten Steinsalz, ohne Zusätze. Nun kann der Rosenkohl ins kochende Wasser. Vorsicht mit Bedacht, das könnte heiß sein. Gucken, dass alle bedeckt sind, damit auch schön alle garen. In der Regel braucht man 12 bis 8 Minuten, bis sie gar sind. Wir haben den Rosenkohl jetzt circa 10 Minuten kochen lassen. Jetzt können wir ihn ausschalten und das Wasser abgießen. Wir kippen den Rosenkohl jetzt ab. Man kann natürlich auch ein Sieb nehmen. Dann bleibt auch kein Wasser zurück. So, jetzt kommt die Pfanne ins Spiel. Dafür nehme ich mir erstmal eine Zwiebel. Entferne die Schale. Dir ist selbst überlassen, wie du die Zwiebeln schneidest. Ich habe gerne lange Streifen. Jetzt schmeißen wir schon mal die Zwiebeln rein. Und damit die nicht so alleine sind, kommt da gleich noch der Knoblauch zu. Ich liebe Knoblauch am liebsten so viel wie geht. Knoblauch kann man auch roh essen. Langsam fangen die Zwiebeln in der Pfanne an zu tanzen. Das heißt, die Pfanne ist heiß genug. Das braten wir jetzt ein bisschen glasig an. Und dann können schon die nächsten Zutaten rein. Entferne den vorderen Teil. Geguckt, ob er sauber ist und schneide ihn in Streifen. Jetzt nicht so. So, die Zwiebeln sind glasig. Dann wird Zeit für unsere Pilze. Oder Champignons genannt. Und dann machen wir weiter mit den Tomaten. Wichtig ist, den Strunk rauszuschneiden, denn er ist meistens ein bisschen härter. Jetzt haben wir alle Tomaten drin, geben noch ein bisschen mehr Feuer hinzu. Jetzt sieht es bereit aus, damit der Rosenkohl zukommen kann. Eine gute Prise Pfeffer. Und dann tun wir noch eine Prise Salz hinzu. Das lassen wir noch ein paar Minuten vor sich hin köcheln. In diesem Rezept haben wir Rosenkohl, zwei große, schöne Tomaten, eine gute Portion Champignon, eine Zwiebel und zwei Knoblauchzehen. Salz und Pfeffer kommen natürlich auch noch dazu. Jetzt sind wir fertig
Das Feuer kann aus und ich wünsche einen guten Appetit. Da du das Video bis hierhin angeschaut hast, bist du bereit, einen Daumen nach oben zu geben. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Wie man macht, auf YouTube und Telegram.